Folgendes Video zeigt den Punktimport im AutoCAD Civil 3D anhand des Beispiels eines Baumkatasters. Daraus wird ersichtlich, wie einfach anwendbar AutoCAD Civil 3D für die Nutzung im Fachbereich Vermessung ist. Das Besondere bei der Aufnahme eines Baumkatasters ist, dass zusätzliche Eigenschaften zu einem Punkt aufgenommen werden. Dazu zählt unter anderem die Baumhöhe oder der Baumkronendurchmesser. Dies wird alles in der Punktdatei hinterlegt, wie man das jetzt auch hier sieht. Sie besteht aus dem Punktnamen, Rechtswert, Hochwert, Höhe, dann der Feldcode und als letztes die drei zusätzlichen Eigenschaften wie Stammdurchmesser, Kronendurchmesser und die Baumhöhe. Diese Eigenschaften müssen im Civil 3D als erstes eingegeben werden. Hier sehen Sie diese benutzerdefinierte Eigenschaft der Baumhöhe. Diese wird dann als Eigenschaft an meinem Koordinatenpunkt sichtbar. Als nächstes kommen wir zum Punktstil. Hier ist es so, dass ich mein Punktsymbol mit dem Baumkronendurchmesser skalieren möchte. Das muss ich in meinem Punktstil einmal einstellen. Als nächstes soll das Ganze auch beschriftet werden. Dazu ändere ich einen vorhandenen Punktstil. Ergänze in der Beschreibung noch, was hier beschriftet wird, also der Punktname und die verschiedenen Attribute zu den einzelnen Bäumen. Als nächstes muss ich natürlich meine Eigenschaften hier noch anfügen. Da sehen Sie hier, ich habe einen Text hinzugefügt, der nennt sich Baumstamm. Der hängt an meiner Punktnummer und bekommt noch einen Anschlusspunkt. Als nächstes kann ich hier noch verschiedene Eigenschaften zu den Texten einstellen. Und ganz am Ende, jetzt sehen Sie hier das fertige Objekt, wird hier Stamm, Krone, Baumhöhe beschriftet. Im nächsten Schritt geht es darum, dass meine Punktdatei richtig interpretiert wird. Das heißt, ich lege mir hier ein neues Punktdateiformat an. Hier kann ich nun meine benutzerdefinierten Eigenschaften wieder auswählen. Die Baumhöhe, die Baumkrone und dann war es das. Und als letztes muss natürlich Civil 3D noch wissen, wie die Feldcodes interpretiert werden müssen. Man gibt ganz vorne einmal den Feldcode ein. Als nächstes vergibt man einen Darstellungsstil, also wie sieht mein Symbol dann aus in meinem Plan. Dann kann ich noch einen Punktbeschriftungsstil auswählen und am Ende natürlich meine Punkte importieren. Und da ich eingestellt habe, dass diese gleich skaliert werden sollen in der Größe der Symbole, sehen Sie jetzt hier das fertige Objekt mit den unterschiedlich großen Punktsymbolen. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wie einfach Civil 3D beim Import der Punkte ist.